Herzlich willkommen zu 7Games TV. Sie ist mit Abstand die bekannteste Heldin aus einem Videospiel weltweit. Jeder kennt Lara Croft von Tomb Raider. 1996 war ihr erstes Abenteuer. Mittlerweile wird von dieser Serie so viel Merchandise verkauft wie von keinem anderen Spiel weltweit. Die Serie ist und bleibt ein Erfolg, auch wenn viele Spieler nicht genau wissen, warum eigentlich. Heute bei 7Games TV. Sexy Lara ist zurück. Wir zeigen euch die rund erneuerte Heldin aus Tomb Raider. Ob Underworld auch überzeugen kann, erfahrt ihr bei uns. Außerdem in den News, GTA 4 bekommt den erhofften Patch und 10 Promis gegen 10 Herausforderer. Wer hat die Nase bei FIFA 09 vorn? An Tomb Raider scheiden sich die Geister. Die einen packen es mit der Kneifzange nicht an und die anderen finden es richtig toll. Möglicherweise liegt es nicht nur daran, dass Tomb Raider eine der erfolgreichsten Spieleserien weltweit ist, sondern an der geilen Hauptdarstellerin. Bevor wir zur Story kommen, genießen wir erst einmal den Anblick der neuen Lara Croft. Die Entwickler haben nämlich ordentlich an der schönen Archäologin geschraubt und ihr ein knackiges Äußeres verpasst. Ansonsten ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Alte Tomb Raider-Spieler werden sich schnell zurechtfinden. Springen, klettern, ab und zu mal schießen, treten oder schwimmen. Am Grundprinzip ist nicht viel Neues zu erkennen. Kommen wir zur Story. Die beginnt dort, wo der letzte Teil aufgehört hat. Laras Mutter ist verschollen, das Geheimnis Avalons ungelöst und außerdem steht Croft Manor in Flammen. Ach ja, da wäre dann noch der geheimnisvolle Hammer des nordischen Donnergottes Thor. Mit ihm gelangt man angeblich in das sagenumwobene Reich Avalons. Ein Ziel ist also klar, Thors Hammer finden und dann den Zugang öffnen. Thors Hammer Mjölnir konnte sogar Berge zermalmen. Aber was hat das alles mit Avalon zu tun? Hände auf den Kopf! Und umdrehen. Langsam. Ich nehme an, Sie sind unbestechlich. Richtig? In den Extras könnt ihr euch übrigens noch einmal die Rückblende anschauen. Ich glaube, dieser Stein öffnet die Tür. Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest! Und dann geht's los. Direkt zu Beginn mit einer mächtigen Schwimmeinlage und dem ersten Rätsel. Die sind im Laufe des Spiels richtig knackig und dauern schon mal 15 Minuten, bis sie gelöst werden. Wer nach den ersten 30 Minuten Spielzeit immer noch auf große Neuerungen im Spielprinzip hofft, der wird enttäuscht. Aber vielleicht braucht ein Tomb Raider-Spiel auch gar keine Innovationen, denn schließlich bekommen wir gewohnt gute Actionkost. Einige kleine Änderungen dürfen wir aber dann doch nicht unterschlagen. Im Nahkampf tritt die zarte Schönheit den Gegnern jetzt ordentlich gegen die Glocke. Der Höhepunkt im verfeinerten Kampfsystem ist aber Laras Adrenalinbalken. Ist der erst einmal aufgeladen, dann schwingt sich die Heldin sogar in Zeitlupe auf die angreifenden Viecher, um sie dann mit einem Kopfschuss zur Strecke zu bringen. Lara verschlägt es im Laufe des Abenteuers auf mehrere Kontinente. In den Ländern wie Mexiko oder Thailand, aber auch im eisigen Norden Norwegens ist sie aktiv. Grafisch können sich alle Landschaften sehen lassen. Teilweise ist das Leveldesign ziemlich anspruchsvoll. Das endet mit ausgiebigen Kletter- und Sprungeinlagen unserer Heldin, die wir so aber auch schon aus anderen Teilen kennen. Insgesamt ist Underworld gar nicht mal so schlecht. Wer schon an den letzten Abenteuern seine Freude hatte, der kann beruhigt zugreifen. Der Garant für einen Erfolg des Spiels ist eine rund erneuerte, charmante und äußerst attraktive Hauptfigur. Was wissen Sie über meine Mutter?
Das Podium, das ihr in Nepal entdeckt habt, ist Teil eines, sagen wir, eines Reisegeflechts. Es brachte deine Mutter nach Avalon. Mein Vater hat nach Avalon gegraben, aber nur Niflheim gefunden. Wie ist es dazu gekommen? Richard hat die falsche nordische Unterwelt gefunden. Deine Mutter ist nicht in Niflheim. Sie ist in Helheim. Wo ist das? Das werde ich dir sagen. Irgendwann. Aber wenn es soweit ist, brauchst du Thors Hammer, um hineinzukommen. Vielleicht hast du ja mehr Glück auf der Suche als dein Vater. Was wollen Sie damit sagen? Deine Antwort liegt an der Westküste Thailands. Zimzeter Breitengrad. Die Entwickler der schönen Lara behaupten übrigens, dass sie mehr als 1700 verschiedene Moves im Spiel machen kann. Wir haben das jetzt nicht wirklich nachgezählt, sind uns aber ziemlich sicher, dass die virtuelle nicht annähernd so schöne Moves machen kann wie das Original. Hier sind die News. Fallout 3 Spieler bekommen im Januar den ersten von drei neuen Spielinhalten. Operation Anchorage macht im Januar den Anfang, später folgen noch The Pit und Broken Steel. Im ersten exklusiven Download-Inhalt für den PC und die Xbox 360 nehmt ihr an der Befreiung von Anchorage teil. Zudem gibt es neue Waffen, Rüstungen und auch neue Fertigkeiten. Im dritten Add-on soll dann die Hauptquest fortgeführt werden. Freunde des erfolgreichen Spiels Age of Mythologies, ein Folgeprodukt der bekannten Age of Empires-Serie, dürfen ab sofort auf dem Nintendo DS zocken. Die Spieleumsetzung der PC-Variante kann an einem Spielmodul mit zwei Spielern ausgetragen werden. Das Spielsystem ist komplett neu entwickelt worden. Es bietet unter anderem drei Zivilisationen und mehrere Kampagnen. Ein komplett neues Kampfsystem ermöglicht es, mächtige Helden oder legendäre Monster zu führen und sogar die Kräfte der Götter zu beschwören. GTA 4-Fans, die sich gerade erst die PC-Version zugelegt haben, können sich freuen. Die Entwickler wollen in diesen Tagen einen Patch veröffentlichen. Das haben sie im GTA-Forum angekündigt. Der soll dann zahlreiche Bugs in der PC-Version ausmerzen. Viele Spieler hatten sich beschwert, weil auf ihren Kisten haufenweise Probleme auftraten. Nachdem der offene Beta-Test der PlayStation Home-Plattform gestartet ist, gibt es schon die ersten Probleme. Viele Nutzer können anscheinend keine Verbindung zu PS Home aufbauen. Das berichten zumindest einige Game-Seiten. Andere fliegen nach einem erfolgreichen Connect einfach wieder raus. Sony weiß über die Schwierigkeiten angeblich Bescheid und arbeitet derzeit fieberhaft an einer Lösung. PS Home ist eine 3D-Welt ähnlich wie Second Life, in dem sich die Community treffen kann. Hier kann man sich einen Avatar erstellen und mit anderen Usern weltweit Kontakt aufnehmen, Spielstände austauschen oder einfach nur quatschen. Dass der neueste FIFA-Teil nach einigen Pleiten richtig gut geworden ist, das haben wir bereits erwähnt. Vor allem die Möglichkeit, 10 gegen 10 zu spielen, ist genial. Und das durfte dann auch Elton und ein Haufen anderer Prominenter herausfinden. In München traf sich nämlich genau dieses Star-Aufgebot, um gegen 10 Auserwählte zu spielen. Außer der Torwart wurden die Spieler von jeweils einer Person gesteuert. Also ich bin mit dem Sturm sehr zufrieden. Die Abwehr bei uns ist echt Katastrophe. Da muss noch einiges getan werden, vor allen Dingen der Zweikampf. Wenn wir überhaupt am Mann sind, können wir nur durchs Foulspiel stoppen und dann gibt es Elfmeter. Aber wir sind viel zu weit weg vom Mann und da muss ich noch einiges tun. Das Promi-Team hat am Ende übrigens verloren. Wir sind gespannt auf die Fortsetzung. Also uns hat die Spielpraxis gefehlt, ja, speziell mit dem wild zusammengewürfelten Haufen. Aber es macht Spaß. Ich glaube, mein Sohn würde sich freuen, wenn er sowas zu Hause hätte. Ja gut, sicherlich. Ich muss sagen, wir haben sehr gut gespielt. Ich war sehr zufrieden mit der Mannschaft. Also nicht mit unserer, mit der anderen. Ja. Richtig, ja genau. Ja. Aber ich habe mich gesteigert. Ich bin zweites Spiel habe ich sehr gut hinten abgeräumt. Ja. Ich hatte wieder das Gefühl, was ich damals auch bei Cosmos New York schon hatte, diese Lässigkeit. Ja. Also mir hat es gut gefallen. Ich glaube, noch ein drittes Spiel und da hätten wir also sie wirklich vom Felde geputzt. Das war 7 Games TV für heute mit einem Blick auf die neue, schöne Lara Croft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt jetzt 7 Tage Zeit, euch ein bisschen abzukühlen. Dann gibt's die nächste 7 Games TV Sendung und jetzt sofort der Trailer der Woche.